Hallo, herzlich willkommen und Servus bei Gott. Ich bin schon mal ein Stückchen vorgeritten und da ist mir dieser Vogel begegnet. Also wir müssen zu der Küste von Umugi. Da habe ich gedacht, ich gehe jetzt diesen Vogel mal nach, schauen wir, was er will. Ich wusste, ihr würdet mich finden, Sakai. Du kannst gehen, Junge. Was, wer bist du? Duell im ertränkenden Sumpf. Wer bist du? Strohhüte sind feige Verräter. Ihr verdient alle den Tod. Und Samurai sind verwöhnte Heuchler, die echte Krieger wie mich ihres Ruhms berauben. Ich beweise es. Na dann los. Alles klar. Duell im ertränkenden Sumpf. Ein Strohhut gegen den anderen Strohhut. Okay. Ja, komm, junger Mann, komm. In einer Burg gelebt. Ja. Das hat euch verweichlicht. Warum seid ihr dann außer Atem? Und in. Wieso steckt er immer wieder sein Schwert weg? Und immer auf den Strohhut. So. Duell im ertränkenden Sumpf. Leb wohl, Ronin. Meinen Respekt, junger Mann. Moment, das war's nicht, was mir der Vogel zeigen wollte? Das kann ich nicht glauben, oder? Okay, wohin, Vögelchen? Wohin, wohin, wohin? Daher, was haben wir hier? Wir können ein Haiku verfassen. Über Ungewissheit sinnieren. Das sind aber viele Mongolen. Inmitten von Tod, unnahbar entfernt, dunkle Erinnerung, unnahbar entfernt wird's werden. Alleine, nie vergessen, neue Welt voller Leben, immer zusammenstehen. Irgendwo unnahbar, eine neue Welt voller Leben. Einst schöner Anblick, Erinnerung schwindet, kein Weg mehr zu sehen. Erinnerung schwindet. Unnahbar entfernt. Neue Welt voller Leben. Erinnerung schwindet.
Stirnband der Ungewissheit. Sehr schön. So. Wir werden jetzt diesen Piraten aufsuchen, damit er eine Nachricht am Shogun übermittelt. Komm jetzt. Jetzt habe ich Blut geleckt im Sumpf. Ja, komm nur, komm nur. Ein Falke. Schön. Schön. Und auf den Helm. Achso, da sind nur ein paar. So, danke für die Mitarbeit. Okay, er trauert um seinen Meister sozusagen. Ja, es tut mir leid. Es tut mir leid. Bete sehr. Bald seid ihr frei. Wo seid ihr zu Hause? Auf dem Iijima-Gehöft. Wir versteckten uns. Doch wir hörten die Mongolen durch den Sumpf kommen. Pferde, die durch Schlamm warten. Das schmatzende Geräusch ihrer Hufe. Wenn sie noch dort sind, finde ich sie. Und mich hören sie nicht kommen. Mach's gut, junger Mann. Du auch. So. Weiter geht's. Ralf? Doch schneller, wenn ich mit dir unterwegs bin. Hier na, da geht er nicht drüber, natürlich. Ah, das ist dieses Gehöft, okay. Okay, besiege Gegner mit einem Kopfschuss. 1 von 3. Okay, Kopfschuss. Kann ich machen. Kopfschuss. Ob ich den treffe? Na, natürlich nicht. Kürbistassen. Was? Was? Moment, das ist ein Schwertkämpfer. Also nicht ein Schwertkämpfer. Wow, wie viel sind da? Verdammte Scheiße. Ich muss die Geisel retten, lass mich durch. Ist jetzt nicht gelungen, leider. Verdammt. Die Jijima gehäuft. Jimanju. Torritore. So. Ich rette die Geisel. Wieder einer weniger.
das sind Hunde. So. Und wieder rauf da. So, ich komme und rette dich. Achso, okay. Pfeile oder so? Nichts. Wo sind die Hunde? Wo sind die? Gibt's es? Ich sehe die Hunde nicht. Ah, da. Jetzt aber, oder? Ich bin hier, ich bin hier! Still lassen. So. Flieht. Welche Erleichterung. Ja, ja, ein Hund ist hinter mir. Fürst Zakai, ihr seid sicher. Geh weg, kein Hund ist da. Komm her. Komm her, Hund. Vorräte, Pfeile waren super. Hallo? Ach, echt? Da war ich schon, gell? Da war ich überall schon. Okay, lass. Ah, Pfeile, habe ich gesehen. Nehme ich mit. Der pfeift aus dem letzten Horn. Den muss ich mir holen. So. Nein, verdammt. Haftbomben. Haftbomben. Wo ist euer Anführer? So, auf da. Ready, ja. Nein! Lass die Geißel! Was soll das? Was soll das? Lass die Geißel, lass die Geißel. Ah, verdammt! Ich hoffe, ich muss nicht noch einmal von vorne. Genau, das vergesse ich immer, diese Geißeln, ne? Tschüss. Ja, dann
müssen echt durchdacht und mit Strategie vorgehen. Was? Wo? Ah, da. Komm. Nein, du hast mich nicht gesehen. Es ist alles okay. Ja, genau. Ja, sag ich ja. Geh weg. So, jetzt muss ich natürlich diese Geißel weg. Scheiße! So, Moment, Schwertkämpfer habe ich. Moment, du bist der da, deswegen nehme ich den. Bitte. Bald seid ihr frei. Tschüss. Meine Gebete wurden erhört. Geht. Gebt auf euch acht. Grüß meinen Kollegen oder deinen Kollegen von mir. So, Hammer. Das ist echt nichts. Sehr weniges da, gell? Sehr, sehr wenig. Riesiges Gehöft, nichts zum Essen. Keine Waffen, nichts. So. Da drüben ist die nächste Geißel. Wo ist der Anführer? Mich da der Anführer interessieren. Weil ich immer gedacht, wenn ich einen Anführer töte, kann ich ja freischalten bis zur nächsten Kampfhaltung. Aber wenn ich ihn beobachte und dann töte, sind das dann zwei Punkte? Was, wo? Was? Aber nicht. Hallo, wohin? Nehme ich alles mit, Kunai voll. Stillhalten. Tschüss. Ich stehe tief in eurer Schuld. Ihr seid sicher. Bisschen schneller, nicht? Nein. So. Haben wir noch ein paar. Ja, das wollte ich, ja. So. Zap. So, Vorräte. Was leuchtet da? Ist auch Pfeile? Die nehme ich mit. Ah, voll. Verdammt. So. Hier ist nichts. Was? Man hat mich gesehen, das kann man nicht vorstellen. Kunai, wow, wie viel liegen da Kunai, bitte?
nehmen wir die Kunai. Und hier mal kommst dieses Haus. Haha! Was? Samurai unwürdig, aber wirkungsvoll. So. War's das? Wirklich? Es wird wieder gut. Ihr seid Gosaku ebenbürtig, mein Herr. Nehmt als Zeichen meiner Dankbarkeit den Schlüssel für seine Rüstung. Ich werde sie zur Verteidigung von Tsushima tragen. Schlüssel von Ijima. Einer von 6 Schlüsseln, die zu Gosakus Rüstung führen sollen. Mhm. Einer von 6 Schlüsseln. Na dann. Okay, die Leute kehren alle wieder zurück. Bonusziel abgeschlossen, Legende erhöht. Sehr gut, Nobu. 10-mal Stahl. Okay, befreit. Befreit, befreit. Da ist eine. Wir gehen weiter. Das machen wir später. Wir gehen weiter. Wo müssen wir hin? Dahin. Das suchen wir später. Wir suchen das später, das Dorf noch einmal auf. Aber ich möchte jetzt echt gerne mit der Geschichte weiter. Drüben ist es schön rot, das sind schöne rote Felder, schaut sich das an. Was soll das sein? Raps? Na, Raps ist gelb, gell? Wow, das ist schön. Mhm. Hallo, grüß euch. Tulpen aus Amsterdam. Spinnenlilien. Wow. Moment. Ich gehe kurz daher. Wo muss ich hin? Da. Los jetzt! Scharlachfeldschrein. So, wo ist der? Ah, da oben, oder? Natürlich. Hinter die Toritore. Ach Gott, ja. Da kommen wir jetzt natürlich nirgends rauf. Nein, lass mich jetzt nicht die ganze Runde machen. Nein. Natürlich. Hallo Vogel. Ja, ich weiß. Hallo Vogel. Wohin? Du führst mich weg? Du führst mich irgendwo hin? Nein, du führst mich weg. Wohin denn? Wo führst du mich hin? Na, der führt mich immer weiter weg vom Schrein. Moment, da ist eine Blume. Da ist eine Blume. Alles klar. Ah, das machen wir schnell. Über Beharrlichkeit sinnieren wir diesmal. Ein Spiegel des Ichs, Laternen des Nachts, die verbünden. Ein Spiegel des Ichs.
Die Wunden werden tiefer. Angst, was darunter lauert. Meeresrot, Wiedergeburt. Na, ich denke, die Wunden werden tiefer. Beschützt vor dem Hass. Bewacht von Weisheit. Steten Sieg gelernt. Bewacht von Weisheit. Ein Spiegel des Ichs. Die Wunden werden tiefer. Bewacht von Weisheit. Genau. Stirn, Panther, Beharrlichkeit. So. Wo war dieser Schrein? Moment, hier. Da müssen wir hin, da ist das Storytor. Toritor ist ein echt schön. Aber Toritor ist ziemlich geiler Name, oder? Toritor. So. Darauf, oder? Ich komme. Scharlachfeld-Tempel. Schrein. Oder ich komme auch nicht. Ich weiß es nicht. Na, wie komme ich da raus? Die Toritore sind alle unter Wasser. Geht's? Nein, nein. Also da ist Wasser, da komme ich nicht raus. So. Toritore. Na, ich kann. Ja. Ein andermal. Diese Schreine. Es ist Nacht. Nacht sehe ich gar nichts mehr. Dann nirgends rauf, nirgends, gell? Da ist mein getreues Pferd. Na, komm doch nicht drauf. Na. Okay. Bitte sehr, eine Nachricht im Feuer. Die 150 Meter laufen wir. Verdammt. So. Schon müde? Ich suche nach der Umugi-Bucht. Nicht so schwer sein. Das ist so. Was? Eine Rauchbombe. So, grüß euch. Hier beim Lagerfeuer ist da jemand. Nein. Noch ein Vogel. Soll ich dem wieder nachgehen? Nein.
Ich hätte gern diese Umugi-Bucht. Da drüben vielleicht? Echt? So. Noch mehr Blumen. Wo soll die Bucht sein? Ich meine, wir haben ja kein Meer, sondern einen See, oder? Da ist ein Vogel. Führt mich der zur Bucht? Führst du mich zur Bucht? Also ich folge dir jetzt, gell? Ich glaube nicht, dass mir der zur Bucht führt, oder führt mir auch nur zu Blumen. Wie weit müssen wir noch, Vogel? Ihr wisst, was passiert ist. Sagt schon. Wir wissen gar nichts. Ich will antworten. Ihr wagt es uns zu drohen? Lager der Überlebenden. Was ist mit dir? Vielleicht könnt ihr sie zur Vernunft bringen. Natürlich, um was geht es? Ein wohlhabender Mann hat alles. Verdammt. Nein. Nein, das will ich nicht. Ich suche die... Hallo, ich suche die... Moment, Umugi-Bucht. Weißt du was? Wissen Sie was? Umugi-Bucht? Nicht? Das gibt's ja nicht. Ach Gott, ja. Umugi-Bucht. Wo könntest du sein? Da ist irgendwas. Ich glaube nicht, dass es diesen Laternen nachgeht, oder? Da geht's rauf, da geht's rauf, da ist. Aha, was ist das? Hallo? Bin ich hier richtig? Jawohl. Hallo, grüß dich. Halt, Ronin! Was wollt ihr hier? Ich bin kein Ronin. Mein Name ist Jin Sakai. Ein Samurai? Fürstin Sanjo will euch sicher sehen. Sie gebietet über die Umugi-Bucht. Bitte, kommt mit mir. Ja, ich habe nur eine Sattel. Hier lang, mein Herr. Es ist wichtig, mit der Fürstin zu sprechen. Moment, es vibriert ganz, ganz stark hier irgendwo. Mach auf die Tür. Ah, ich weiß nicht. Aufzeichnungen, die sind's vielleicht, ne? Ausgestoßene, ich kann es nicht mehr lange ertragen. Ich bin nicht wie diese Menschen und werde es auch nie sein, wie sie sprechen, wie sie riechen, mit was für Leuten sie sich umgeben. Es beschämt mich, dass es so einen Ort auf Tsushima gibt. Langsam wünsche ich mir, die Mongolen würden hier alles niederbrennen. Ja, bitte, warum? Was stimmt nicht mit dir? Ich komme. Es hat nur vibriert, weißt du? Und hier vibriert es auch irgendwo. Und zwar ganz, ganz stark. Sie haben zu China verraten. Warum schließen die sich den Mongolen an? Weil sie treulose Ronin sind. Sie zählt nur, wer ihnen das meiste bietet. Aber was können die Mongolen? Was ist. Wo kann ich da hin? Da oben irgendwo? Hallo, grüß euch. Grüß dich, grüß dich, grüß dich. Hier lang, mein Herr. Ich komme.
Ich hoffe, ich habe, was ihr sucht. Nein, habt ihr nicht. Wieder. Hallo, wie Händler. Kann ich euch helfen? Birschener Tiger. Später. Geht unter dem Schutz der Kami. Ja, wo ist... Ich finde meinen... Ich folge der Wache. Wo ist die Wache? Hier lang, mein Herr. Wo bist du? Wo bist du? Spinni, wo bist du jetzt? Ich finde ihn nicht mehr. Das gibt's nicht. Es gibt es einfach nicht. Bist du's? Nein. Hier lang, mein Herr. Also wir sind gemeinsam hierher gegangen, oder? Dann waren wir hier, nicht? Und dann? Das kann es ja nicht sein. Hier lang, mein Herr. Ich finde nicht mehr. Hier lang, mein Herr. Lasst euch Zeit. Nein, will ich mir gern, aber ich finde meinen. Ich finde die Wache nicht mehr. Okay, das ist jetzt lächerlich. Hier lang, mein Herr. Da ist es jetzt lächerlich. Jetzt probier mal, was passiert jetzt, wenn ich nicht zurückgehe? Was passiert jetzt? Hallo? Hallo? Ich habe meine Verbündeten zurückgelassen, richtig. Hier lang, mein Herr. Es ist wichtig, mit der Fürstin zu sprechen. So. Wo warst du die ganze Zeit? Ah, verdammt. Das ist die Fürstin? Fürst Sakai, das ist Fürstin Sanjo. Willkommen in der Umugi-Bucht. Hallo. Die Mongolen waren wohl noch nicht hier. Zum Glück nicht. Es gibt hier seit vielen Jahren kein Blutvergießen. Hier zückt niemand eine Waffe, außer meinen Männern. Ihr seid hier sicher, solange ihr euch an diese Regel haltet. Und jetzt? Sagt mir, wie ich euch helfen kann. Ich suche einen Schmuggler namens Goro. Interessant. Er ist unten und genehmigt sich gerade seine dritte Flasche Sake. Ich wünsche euch viel Spaß mit ihm. Danke. Ihr seid jederzeit willkommen. Wir könnten einander helfen. Könnten wir machen, ja. Die heikle Kunst der Verhandlung. Na, wir lassen die Hauptstory. Die Hauptstory. Leder. So, wo ist er? Was ist das für ein geiles Dorf eigentlich so? Halb in den...
in den Felsen gebaut, mehrere Stockwerke hoch. Schau. Ist echt ziemlich geil. Hallo, grüß euch. Aufzeichnungen. Das Nukabukuro-Ritual. Bitte gebt Chitoaro, Jiro, Taro die restlichen Vorräte an Nukabukuro mit. Er wird sicherstellen, dass sie mich erreichen. Es ist der letzte Luxus, den ich mir noch erlaube. Das ganze Essen geht an die Menschen von Toyotama, die Waffen an meine Männer, die sie beschützen, aber das Reispulver ist für mich. Es mag töricht wirken, sich mit dem Krieg das Gesicht zu bemalen, aber in dem Ritual steckt eine Klarheit, die mir Halt gibt. Solange ein Teil des Lebens, wie es vor den Mongolen war, weitergeht, können wir hoffen, dass noch nicht alles verloren ist. Können wir, ja. So. Höp. Und da runter jetzt, ne? Ja. Ja, ja, ja. Kein Problem. Ein Samurai spürt keinen Schmerz. Vogel. Nein. So, was haben wir hier? Da du nicht gelb leuchtest, kannst du mir auch nicht weiterhelfen. Ich verstehe. Aber wo ist er? Hm. Ja, Vogel, ich weiß. Da ist er. Was ist mit dir? Mein Herr, nein, bitte. Nein, 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 nein. Ich habe eine Nachricht für euch. Na, zuerst der da. Hallo, Goku. Ihr seid wohl Go. Oder Gorwo. Ihr müsst irgendwer sein. Wer seid ihr denn? Fürst Sakai. Ach, die Samurai sind alle tot. Ich bin quicklebendig. Meine Geduld nicht mehr lange. Fürst Shimura verlangt, dass ihr eure Schuld begleicht. Lebt er noch? Und was will er? Dass ihr eine Nachricht zum Festland bringt. Ah, das war schon früher sehr teuer. Selbst vor der Mongolenblockade. Ihr schuldet meinem Meister etwas. So begleicht ihr es. Dann bleibt mir keine Wahl. Einfach. Das war jetzt nach ziemlich Komoda hart. Dachte ich, meine Schuld gegenüber Fürst Shimura wäre getilgt. Darum habe ich getrunken. Um euer Entkommen zu feiern. Um die Samurai zu betrauern. Diese Krieger starben beim Schutz von meinesgleichen. Hm? Wenn ihr so empfindet, schöpft Mut. Helft uns, sie zu rächen. Wir brauchen viel mehr Samurai dafür. Die bekommen wir, wenn ihr Shimuras Botschaft überbringt. Hm. So, ich gehe gleich mit. Wo bist du überhaupt? Ah, jetzt könnten wir beim Rüstungsschmied was machen. Kann ich wahrscheinlich nicht, gell? So. Alles klar. Goro, warte, ich muss mich verabschieden für diese Folge. Ich sage Arigato und bis zum nächsten Mal. Ciao.